Hallo und herzlich willkommen für diese Bewertung für das NC35 von S-Witten. Ich benutze es jetzt schon seit längerer Zeit und kann dir deswegen eine gute Bewertung geben, was die Vorteile und auch Nachteile sind, damit du weißt, ob es sich für dich lohnt. Also bleib bis zum Schluss dran, damit du alle seine Funktionen kennenlernst. Los geht es mit dem größten Vorteil. Und zwar kommt dieses ganze Lautsprecher für nur 50 Euro daher. Das heißt, es ist wirklich ein Preiswunder, was das angeht, da du es zu einem Preis kriegst, welchen du normalerweise nicht so findest und trotzdem noch manche der Funktionen kriegst, die ich wirklich schön finde. So hat es zum Beispiel eine Vielzahl an Knöpfen und einen Typ-C-Anschluss. Ein Typ-C-Anschluss ist nicht immer verfügbar für saure Kopfhörer, deshalb ich mich hierüber gefreut habe. Des Weiteren hat es hier einen Vor- und Zurückknopf und du kannst auch die Lautstärke damit einstellen. Ein kleines Problem hierbei schon gesagt, wenn du aufs nächste Lied switchen willst und hier länger drauf bleibst, dann geht auch die Lautstärke eins höher. Das heißt, du musst dann nachher wieder Lautstärke eins runter machen. Nicht ganz so klug hinbekommen, aber das ist halt so. Und dann kannst du hier noch an- und ausmachen und hast schon mal diese ganzen Knöpfe zur Verfügung. Des Weiteren kam es in einem Paket mit einem schwarzen Gehäuse, welches sehr kompakt war. Und zwar kannst du das hier so machen und hast das Gehäuse auch nicht viel größer. Kannst dort einfach gut mitnehmen, gerade wenn du zum Beispiel ins Fitnessstudio gehst oder auch reistest, dann kannst du es wirklich schön zum Mitnehmen. Das Wichtigste für dich wird wahrscheinlich wie auch für mich der Sound sein und hier hat er durchaus Schwächen und auch Stärken. Also lass uns einfach mal mit der Schwäche anfangen. Zum einen, wenn du es so wie ich zum Video-Editing oder so benutzen willst, dann fehlt es ihm zum einen am Bass und am Echo. Das heißt, wenn du den Bass hören willst von deiner Stimme oder auch vom Sound, dann wirst du diesen hier nicht ganz klar bekommen. Des Weiteren auch mit Echo, zum Beispiel hatte ich einen sehr hohen Echoanteil in meinem Raum davor und habe das eigentlich nie richtig mitgekriegt, dass er mir anders dargestellt hat. Das habe ich dann anders wieder rausgekriegt. Aber eben das ist der Nachteil. Der Vorteil ist allerdings, die Stimmen werden sehr klar dargegeben. Das heißt, wenn du YouTube schaust oder so, dann kannst du sehr gut verstehen, was die anderen sagen, was vielleicht auch daran liegt, dass er wenig Echo und so hat. Aber auf jeden Fall auf YouTube und so, die Stimmen sind sehr schön und die Musik mit hohen Tönen werden sehr gut dargestellt. Das heißt, der Bass fehlt zwar ein bisschen, aber die Musik an sich hört sich trotzdem sehr gut an, da das eben gut gelungen ist. Jetzt muss man natürlich auch noch über sein Noise Cancelling Feature reden. Und zwar heißt es einfach, dass er aktiv versucht, die Geräusche wegzumachen. Zum ersten hast du ja schon mal einen kleinen Schutz, wenn du ihn einfach aufsetzt, dann tut ja schon mal viel vom Sound weggenommen werden. Aber dann hat es auch eben dieses Feature. Und dafür würde ich so eine Note 3 geben. Also erstmal Personen tut es nicht die Geräusche wegmachen. Das heißt, du hörst andere Personen immer noch sehr gut reden. Aber wenn es jetzt ein permanentes Geräusch, wie wenn du zum Beispiel im Flugzeug sitzt, dann macht sie Geräusche schon besser weg. Oder im Fitnessstudio hört man es auch. Die tiefen Geräusche werden recht gut weggefiltert. Für hohe eher nicht so geeignet, aber für tiefe, nervige Geräusche kann sie es durch mal wegfiltern. Deswegen es ist es ganz okay, aber es ist nicht das Feature, auf das du dich verlassen solltest in diesem Kopfhörer, wenn du es deswegen kaufst. Ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich, wie bequem der ganze Kopfhörer auf deinem Kopf sich anfühlt, da du ihn ja bestimmt auch mehrere Stunden benutzen willst, dann willst du bestimmt keinen Kopfhörer haben, der nach einer Weile deinen Kopf zum Schmerzen bringt. Also habe ich einfach mal hier eine Waage und schauen wir doch einfach mal, was er denn Schönes wiegt. Und hier. Und zwar, er wiegt 204 Gramm. 204 Gramm ist ein schönes Gewicht für generell einfach angenehm. Die meisten Kopfhörer sind zum Gewicht zwischen 250 und 300 Gramm. Wenn du im Gaming-Bereich bist, wenn du im normalen Hier-Bereich bist, kriegst du zwischen 170 und 230 Gramm. Ist also so ein gutes Mittelstück. Es gibt leichtere, gibt aber auch viele schwerere. Und das Ding ist, umso leichter es wird, umso schwieriger wird es natürlich auch den Bass richtig darzustellen. Weshalb der Bass ja wahrscheinlich nicht so perfekt ist, aber ja. Er ist auf jeden Fall gut und du kannst es lange tragen. Des Weiteren ist auch dieses Pad-Füllung hier oben recht angenehm, weshalb es nicht auf den Kopf stört und du kannst hier auch ganz einfach die Höhe verstellen. Und für die Ohren hat man hier auch ein schön gepuffertes Ding, damit du es schön an deine Ohren dranheben kannst. Lass uns also zum Schluss noch darauf eingehen, wann du es immer benutzen kannst. Zum ersten Mal, du kannst es perfekt benutzen, wenn du ins Fitness gehst, YouTube-Videos schaust oder generell solche kleinen Sachen machst. Solltest du jetzt ein Musikfanatiker sein, der den Bass nicht so richtig gut hören will, ist es eher nicht für dich geeignet. Aber wenn du zum Fitness unterwegs bist und gerne einfach was hast, zum Beispiel trainieren
oder auch wenn du im Flugzeug bist und so, dann kriegst du ja gute Sound, wo du gar nicht so richtig merken wirst, dass es jetzt Besseres gibt. Also angenehm hier. Des Weiteren werden die Stimmen auch schön dargestellt, deswegen ist es auch für YouTube angenehm. Wo er nicht so viele Stärken hat, ist vielleicht beim Video bearbeiten oder generell kreative Arbeiten, da der Sound eben nicht komplett naturgetreu dargestellt wird, was du natürlich im Hinterkopf behalten sollst. Hast du noch eine zweite Alternative, wie zum Beispiel einen Lautsprecher, kannst du die in Kombination benutzen, aber es ist jetzt nicht ein perfektes Studium-Kopfhörer, was man allerdings für den Preis von 50 Euro auch nicht richtig erwarten kann.